Zuerst eine Frage an dich. Was glaubst du, wie viele CO2-Moleküle sind überhaupt in der Luft? Bevor wir über das ach so gefährliche Supergift unserer Zeit reden, wollen wir doch erst einmal etwas über die Mengen wissen, über die wir reden. Was schätzt ihr? Wir betrachten einen Würfel mit 1 Million Teile Luft. Preisfrage. Wie viele Teile CO2 sind darin enthalten? A. 500 Millionen Teile, B. 600.000 oder C. 420. C ist richtig. Es sind derzeit etwa 420 ppm enthalten. Also unter 1 Million Teile Luft sind genau 420 Teile CO2. Das sind 0,04%. Klingt das noch ziemlich gefährlich, oder? Diese Fläche besteht aus 1 Million Bildpunkten. Seht ihr den kleinen roten Punkt in der Mitte? Das sind genau 420 Punkte. Was ist sonst noch in der Luft? Stickstoff zu sagenhaften 78%. Sehr viel, würde man sagen. Sauerstoff genau 21%. Argon, ein Edelgas, 0,94%. Und dann eben unsere 0,04% Kohlendioxid. Ein Spurengas, sagt man nicht ohne Grund dazu. Dann kann die Luft noch Spuren von Ozon, Methan, Kohlenmonoxid, Helium oder Neon enthalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker oder Ihren Klimaexperten. Aber das CO2 steigt doch, schreit es immer wieder. Die industrielle Revolution hat doch einen dramatischen Anstieg der CO2-Konzentration verursacht. Das ist der dramatische Anstieg. Jetzt gehen wir 400.000 Jahre zurück und sehen uns dann die blaue Kurve an. Wir sehen, der CO2-Gehalt in der Luft schwankte in den vergangenen 400.000 Jahren ziemlich regelmäßig. Und jetzt schauen wir uns die letzten 600 Millionen Jahre an. Im sogenannten Kambrium, vor mehr als 500 Millionen Jahren, lag der CO2-Gehalt bei fast 7000 ppm, also pro 1 Million Teilchen Luft 7000 Teilchen CO2, deutlich mehr als heute. Die Konzentration sank dann im Verlaufe der Jahrmillionen, bis sie vor etwa 300 Millionen Jahren fast ganz gegen Null abgesackt war. Ganz wichtig, der Verlauf der Temperatur hing nie vom CO2-Gehalt ab, sondern die Temperatur veränderte sich und erst danach veränderte sich mit gehörigem zeitlichen Abstand auch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das ist wie in einer Sprudelflasche, den Effekt kennt ihr. Wenn die Flasche kalt im Kühlschrank steht, ist das CO2 im Wasser gebunden. Genauso verhält es sich mit den Ozeanen. Das meiste CO2 ist in den Meeren der Welt gespeichert. Erwärmt sich das Wasser leicht, löst sich das CO2 und verschwindet in die Atmosphäre. Ein Vorgang, der allerdings Jahrhunderte dauert. So kann man erklären, warum sich erst die Temperatur ändert und dann etwa 800 Jahre später der CO2-Gehalt folgt. Es gibt übrigens kein einziges Experiment, das eine Klimawirkung des Kohlendioxids beweist. In Zyklen verläuft der Wechsel zwischen Warmzeiten und Eiszeiten. Der kurze Blick verrät, wir stehen möglicherweise vor einer neuen Eiszeit. Sehen wir uns das CO2 einmal genauer an. Ein grünes Blatt. Man sieht die Blattadern und viel Grün. Das wichtigste Nahrungsmittel des Blattes, unser Kohlendioxid. Tatsächlich, das böse Kohlendioxid ist der wichtigste Rohstoff für Pflanzen. Daraus baut es seine Blattmasse auf, seine Zellen, Äste, Zweige, Stämme. Wir schauen mit einem Mikroskop in das Blatt hinein. Hier sehen wir kleine grüne Zellen, die sogenannten Chloroplasten. Die machen etwas ganz Fantastisches. Sie bauen das CO2 aus der Luft um in Stärke. Dazu brauchen sie nur noch Wasser und Sonnenlicht. Das Wasser wird gespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Die Wasserstoffmoleküle verbindet die Pflanze auf wundersame Weise mit dem CO2 zu Stärke. Wie ein molekulares Spiel mit Legosteinen. Übrig bleibt als Abfallprodukt der Pflanze Sauerstoff. Den benötigt die Pflanze nicht mehr und gibt ihn ab. Wir nehmen diesen Müll der Pflanze wiederum dankbar an. Eine ziemlich geheimnisvolle Reaktion, Photosynthese heißt sie. Das ist der einzige Prozess, die einzige chemische Reaktion, die es auf der Welt gibt, um Sauerstoff zu produzieren. Das können nur die grünen Pflanzen und die benötigen unbedingt das CO2 dazu.
Die Energie für diese Reaktion liefert das Sonnenlicht. Das braucht die Pflanze auch unbedingt, um diese Reaktion antreiben zu können. Und für uns ist das wiederum die Voraussetzung, dass wir Sauerstoff bekommen, dass wir atmen und leben können. Ohne diesen Baustoff Kohlendioxid also kein Wald, keine Bäume, keine Wiesen, nichts. Jeder Gärtner weiß das. Er erhöht in seinem Gewächshaus den Gehalt an CO2, dann wachsen seine Pflanzen einfach besser. Der Gehalt des CO2 in der Atmosphäre hat sich ein wenig erhöht. So wie auf dieser offiziellen Grafik allerdings wirkt der Anstieg etwas bedrohlich. Wenn wir jetzt den Panikmodus aus und den Realismus einschalten wollen, dann entzerren wir die Kurve einfach etwas und schon ist die Klimakatastrophe weg. Eine wesentliche Folge: unsere Erde wird deutlich grüner. Satellitenaufnahmen zeigen, Wüstengegenden ziehen sich zurück, auf mehr Flächen wächst jetzt grüne Blattmasse. Wir sollten der Industrie dankbar sein, dass sie mit ihren Kohlendioxidemissionen dafür sorgt, dass das Spurengas CO2 in der Atmosphäre erhöht wird. Das sagte Wilhelm Pfeffer. Der war ein berühmter deutscher Botaniker und Pflanzenphysiologe. Allerdings ist das schon rund 150 Jahre her. Heute ist das ziemlich unkorrekt. So also hängen unser Leben und das Spurengas Kohlendioxid in der Atmosphäre zusammen. Eine ziemlich dumme Idee, das weghaben zu wollen. Ach übrigens, wir hatten ja jetzt bekanntlich eine Corona-Pandemie. Fabriken standen still, Flugzeuge flogen kaum, wenige Autos fuhren. Ergebnis: 7% weniger CO2 aus Öl, Gas und Kohle. So viel Rückgang war noch nie. Was also sollte man erwarten? Dass auch das CO2 in der Atmosphäre sinkt. Doch weit gefehlt. Der CO2-Gehalt steigt weiterhin leicht an. Warum, weiß niemand. Fassen wir zusammen. Der CO2-Gehalt in der Luft ist auf einem historischen Tief, zu wenig eigentlich für Pflanzen, steigt langsam, aber stetig an und die Erde wird grüner. Was also stimmt an der CO2-Rechnung nicht?